So, und damit herzlich willkommen zum neuen Update der Brick City. Seit dem letzten Teil hat sich ja einiges verändert. Und zwar bin ich tatsächlich vom Milz-System wieder abgekommen. Wie man sieht, wurden alle Platten entfernt und wir bauen jetzt direkt auf den Baseplates. Punkt 1, wie man hier sieht. Die Schienen sind natürlich weiterhin um 1 in die Höhe versetzt, damit wir hier unter den Kurven später auch Teils setzen können. Das macht die ganze Sache nach beim Bauen einfach einfacher. Wir sehen hier die Lego Road Blades, die aktuell den ersten Teil der Straße abdecken. Ganz interessant. Was darf in einer Stadt natürlich nicht fehlen? Der Blitzer. So, hier sind gerade zwei Modelle. Lieber Nick, der kommt dir sicherlich bekannt vor. Der Oktanlaster ist natürlich auch schon fertig. Und hier ist ein aktuelles Lego City Modell, der Kranwagen. Man sieht, hier ist dann der zweite Bahnübergang. Der muss dann auch ausgefliest werden an dieser Stelle. Und die ganze Straße wird sich natürlich dann in diese Richtung hier hinten noch verlängern. Hier sind es aktuell noch keine Baseplates, die kommen dann erst noch später. Der Plan ist im Übrigen, hier ist dann auch mal eine Weiche, dass sich hier noch eine Erhöhung befinden wird. Also wir bauen hier einen zweiten Stock drauf. In diesem zweiten Stock werden wir unten drin, wie eine Art Tiefgarage, ein kleines Depot für Züge integrieren. Was dann hier hinten rauskommen wird, beziehungsweise komplette Erhöhung wird hinten dann rauskommen, mit dem zweiten Gleis in den Bahnhof. Der Bahnhof aktuell leider noch eine Farbseuche. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch gleich noch am PC, was ich mir dafür bestellt habe. Das ist nämlich jetzt erstmal gerade ein Platzhalter, wie er nachher aussehen soll. Und zwar, um euch das einmal zu erklären, wieso der auch so hoch ist. Die Straße hier wird später noch überbaut. Heißt, das ist dann wie eine untere Ebene, wo dann die Autos reinfahren können. Vielleicht baue ich hier sogar noch eine kleine Garage hin, mal gucken. Und dann befindet sich der Bahnhof 2- bis 3-stöckig. Und dann wird das hier das Bahnhofsdach. Das Ganze besteht aus vier Schienenelementen, wird dann hier immer verbunden. Das alles wird dann mit diesen 2x2 Glaselementen, wie man sieht, das werden eine ganze Menge, hier in der Mitte immer wieder verbunden. Hier an der Außenseite haben wir ein schönes Muster. Ja, das ist schon jetzt zur Hälfte mal fertig. Geht nachher bis hier rüber, dann ist hier Platz für bis zu 3 Züge, wie man hier sehen kann. Das heißt, hier wird der Hauptbahnsteig und dann gibt es hier zwei weitere Bahnsteige. Geht dann alles wieder auf ein Gleis zurück und das eine Gleis fährt dann hier entlang. Einmal hier mitten durch die Stadt. Hier kommen dann verschiedene Häuser hin ins Depot und eben dann nachher hier in die Erhöhung. Der Plan ist dann auch tatsächlich eine kleine Hochbahn mit reinzusetzen. Wie genau ich die integriere, weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe hier erstmal schon mit Schienen experimentiert gehabt, ob der Zug auch die Steigung schafft, und er hat es gerade so geschafft. Ja, was aktuell einfach fehlt, sind einige Teile. Wie man hier sehen kann, hier befinden sich schon einige. Das ist von Brickhost. Das möchte ich auch euch einmal kurz zeigen. Die legen nämlich auch immer so schöne Karten bei, um zu sagen, wir danken dir dafür, dass du uns dabei unterstützt, Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen. Fast 50% unseres Teams sind Menschen mit Behinderung. Das finde ich natürlich cool, dass es solche Shops gibt. Ich habe hier auch mal die andere Seite. Genau. Supported by Badoo. Und der Shop, den zeige ich euch auch gleich einmal am PC. Das ist die Brick Coast, von der ich momentan auch viel bestelle. Neben dem lieben Nick. Beim lieben Nick muss ich euch gleich was zeigen. Der hat mich nämlich gestern auch wieder im Video erwähnt. Und wieso, weshalb, warum? Das seht ihr gleich am PC.
Was wir aber jetzt noch einmal kurz machen, wir lassen jetzt einmal kurz den Zug hier eine Runde drehen. Das ist der aktuelle Lego City Schnellzug. Da können wir einmal das Licht anmachen. Und dann auf Stufe 2 darf der hier einmal durchfahren. Der Plan ist auch tatsächlich, dass dieser Zug nochmal so wie er ist kommt. Mit einem dritten Waggon. Und dass ich dann den auch ein bisschen ausschlachte. Hier fährt er dann ein. Diesmal auf dem anderen Gleis. Hier fehlt noch eine Weiche, die ist aktuell in der Post. Jo. Dann sehen wir uns gleich erstmal am PC. So, und dann befinden wir uns am PC und gucken uns einmal kurz ein Video an vom lieben Brick Nick, beziehungsweise einen Teil von seinem Video. Ich spiele jetzt mal still. Zum Schluss schauen wir nochmal gemeinsam den Shop. Ihr kennt das bereits wieder 128 Fans, 666 Bewertungen. Ach, schön. Was eine Schnapszahl. Auf jeden Fall, teiletechnisch, ihr kennt mein Ziel. Ich möchte mich so ein bisschen über 80.000 halten und momentan kann ich mich gerade so über Wasser halten. Wir sind bei 85.758, habe aber vorhin auch erst kürzlich noch was eingestellt, ein bisschen Used Parts. Es liegt momentan daran, ich habe hier wahnsinnig zu kämpfen, mich über 80.000 zu halten, denn im Hintergrund ist immer noch eine Bestellung, die schon das dritte Mal geupdatet wurde vom lieben Moritz. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie ein bisschen gegen ihn ankämpfe, weil da kommt eine dicke Bestellung rein. Wir sind aktuell bei 3.400 Teilen, er ist noch nicht fertig. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja gut, wenn ich unter 80.000 rutsche, ist es halt so, aber so schön mit euch auf jeden Fall. Und ich schaue auf jeden Fall, dass ich hieran weiter arbeite. Ich habe noch so viele schöne Sachen liegen, die ich euch eigentlich auch noch gerne hier in dem Shop präsentieren möchte. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. So, wie ihr gerade gehört habt, hat mir im Grunde der Bricknick soeben den Krieg erklärt. In Form des Teilekriegs. Tja, mein lieber Nick. Schauen wir doch mal rein, was wir aktuell haben. Beziehungsweise schauen wir erst was anderes. Bei wie vielen Teilen ist er denn aktuell? 85.566. Die offene Bestellung, die er gerade angesprochen hat, ist aktuell diese hier mit momentan 3.368 Teilen. Darunter befindet sich eine Minifigur, dann einmal Homer Simpson und Smithers. Die musste ich einfach haben. Die habe ich gesehen, dass es eingestellt hat. Und ich finde es lustig. Die Dinger kriege ich irgendwie im Bahnhof oder irgendwo anders integriert. Das ist irgendwie ein lustiges Gimmick ist. Ja, dann verschiedene Kleideteile. Blades kann man niemals. Ach, Entschuldigung. Blades kann man natürlich niemals genügend haben. Ein paar Treppen für den Bahnhof. Blaue, einmal Zweier für das Dach und den Bahnhof. Falls ich es vorhin übrigens nicht erwähnt habe, der Bahnhof wird eine Farbkombination aus Dark Bluish Gray, Blau und Weiß erhalten. Wenn man vom Teufel spricht, Dark Bluish Gray Teile für den Bahnhof. Das ist für einen Zug, den ich gerade noch baue. Blades. Damit wollte ich mal experimentieren, weil ich noch nicht so hundertprozentig sicher bin, wie ich das Dach festmache. Da überlege ich mir eine Konstruktion vielleicht aus Technik. Dann haben wir einige Slopes, ebenfalls für den Bahnhof. Grüne Platten für die zweite Ebene. Dann ein paar Light Bluish Gray Teile. Daraus wird dann später die Erhöhung hinten sein, beziehungsweise das Zugdepot. Paar Hinges. Weitere Teile. Ein paar Roundblades, weil ich mir noch überlegt habe, wie, wenn ich doch eine Hochbahn bauen sollte, ich Kurven verkleiden kann. Habe ich mir überlegt, ich mache es mit den Teilen. Rote Plates bin ich mir tatsächlich gerade nicht so sicher, wofür ich die bestellt habe. Aber hey, Plates kann man nie genügend haben. Dann natürlich die Trans Brown. Einmal, zweimal zwei Pedals für das Dach. Ein paar Windschutzscheiben für Autos oder Züge. Zweimal Zweier Bricks in Weiß. Verschiedene Türframes. Verschiedene Windows. Davon nochmal einige. Die werden wir auch im Bahnhof definitiv verbauen. Davon habe ich auch schon einige.
Seine letzten Einmal-Zweier, davon habe ich mittlerweile eine Riesentüte, da ich bin auch der Meinung, davon kann man nicht genügend haben, wenn man mal eine Unterkonstruktion oder irgendwie was verstecken muss. Dann für verschiedene dekorative Elemente diese 2x2er-Teils mit dem Blitz drauf, der ja symbolisieren soll, dass stromführend ist. Sprich, in diesem Fall soll es an verschiedenen Elementen an der Bahn bzw. Zugstrecke eingesetzt werden. Teile für den Bahnhof, Teile für den Bahnhof, Teile für Berge oder eben Unterkonstruktionen. Nein, das dürfte relativ eindeutig sein, wofür wir diese verschiedenen roten Teile brauchen. Für Waggons. Weiß ebenfalls für Bahnhof oder Waggons. Hier habe ich noch das eine einzelne weiße Fenster. Teile für den Bahnhof. Ah, die hatte ich noch bestellt, als das Milzsystem bei mir noch aktuell war. Das ist tatsächlich heute Morgen rausgeflogen. Aber hey, Platten kann man nicht genügend haben. Hinges. Ebenfalls für den Bahnhof. Da wird halt der Punkt sein, dass ich mir, wie gesagt, noch nicht sicher bin, aus was das Dach bestehen soll, beziehungsweise wie ich das Dach festkriege. Deswegen möchte ich mir da verschiedene Elemente anschauen. Das wird dann Teil des Tunnelsystems unter der zweiten Ebene. Hinges. Also ja, die Hinges sind tatsächlich dafür gedacht, um die Türen beim Zugdepot zu öffnen und zu schließen. In zwei verschiedenen Varianten, einmal dann mit einem 1x2er-Stud oder eben dann mit einer Blade. Ja. Gut, das brauche ich nicht sagen. Teils für Gehwege. Ein paar Tenbricks für verschiedene Häuser. Transclear ebenfalls für Häuser und weiße Steine. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt aktuell bei 3000 Teilen. Die zieht Bricklink ja wahrscheinlich ab. Das heißt, ich müsste noch 6000 Teile bei dir bestellen, um dich unter die 80.000 zu bekommen. Ich glaube, das kriege ich aktuell erstmal nicht hin. Wobei, wenn ich jetzt noch ein paar Steine bestelle? Nein, da brauchst du, glaube ich, erstmal gerade keine Sorgen machen, dass es passieren wird. In der Zukunft, maybe, vielleicht kriege ich dich noch unter die 80.000, aber aktuell erstmal nicht. So, dann habe ich ja noch eine weitere Order aktuell offen, weil das Zugdach wird Steine fressen. Und zwar haben wir das hier beim Kiesseber und das wären Drans Brown Panels, 350 Stück und eine weitere aktuell offene Bestellung bei mir. Ja, da sind auch noch Platten vom Milzsystem mit drin, die waren einfach günstig. Die werde ich wahrscheinlich einfach weiterverkaufen. Dark Blue Grey, 1x4er für die Dachkonstruktion. Das hier ist auch ein Teil für die Dachkonstruktion. Wie gesagt, noch nicht sicher. 150 weiße Steine, später für die. Für den Bahnhof, für den Bahnhof, für den Bahnhof, für den Bahnhof, Bahnhof. Supports für den Bahnhof, ein paar Schienen für den Bahnhof und nochmal Supports für den Bahnhof. Ja, das sind mittlerweile einige Bestellungen bei mir durchgegangen. Was ich euch einmal kurz zeigen wollte, was ich vorhin angesprochen habe, ist eben die Brickhost, wo ich jetzt auch in letzter Zeit öfters mal was bestellt habe. Das ist dieser Shop, von dem eben auch die Karte war, dass sie Inklusion befürworten, beziehungsweise einige Menschen mit Behinderung dort arbeiten, was natürlich schön ist, dann sowas unterstützen zu können. Ja, das war es dann eigentlich auch diesmal mit diesem Update-Video und ich denke, wir sehen uns nächste Woche, wenn ich wieder Fortschritte erziele. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.